Das ist gut. Das ist nicht so gut. Ja, mit den Steinen hier könnte wohl ein Problem werden, ne? Ich würde sagen, da werden wir mal eine Priorität drauf setzen. Dass wir den hier auch dazu kriegen, zügig die Arbeit zu beginnen. Und hier bekommen wir noch keinen hin, oder? Hier hätte ich gerne einen. Wir warten noch ein bisschen, bis der Holzfäller seine Arbeit getätigt hat. Ach, da, sieh mal einer an. Oh, guck mal, die haben auch schon Level 3 Krieger. Da muss ich ganz klar warten und aufpassen. Und Priester haben sie natürlich, keine Frage. Keine Frage. Oh, die sind schon hier. Die sind über die Landzunge schon rüber und quasi dort, wo sozusagen unsere Halbinsel beginnt. Nicht so cool, Freunde. Nicht so cool, würde ich sagen. Ich zocke euch jetzt einfach ein paar Steine. Es geht ab. Abgezogen. Ist auch ein sehr effizienter Getreidebauer, wie es hier ausschaut. Ihr seid scharf auf die Steine, oder? Da möchte ich wetten. Da möchte ich wetten. Cool, jetzt können wir hier auch einen machen. Dem geben wir auch mal eine Priorität. Steine sind auch für uns wichtig. So relativ einseitige Ernährung, was unsere Minen hier gerade fahren. Heute gibt's Fisch, morgen Fischgulasch, übermorgen Fischsuppe. Und immer derselbe Fisch. Immer nur Blaubarsch. Nee, keine Ahnung. So. Die Getreidefarmen. Oh, da gibt noch eine, oder? Eine Sense. Ne, eine haben wir noch. Wir machen trotzdem noch eine. Ich möchte 4 Getreidefarmen haben. Insgesamt. Oben 2, unten 2. Machen wir noch so. Eine Getreidesumpffarm sozusagen. Ich verchecke mal nachzugucken. Achso. Die hier was gefunden haben. Kohle, Kohle, Kohle. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Eisen ist auch noch gut dabei, kein Problem. Der hat seine Sense. Das passt. Holz haben wir jetzt ganz gut. Stein fehlt uns eben noch. Nichtsdestotrotz werden wir gucken, dass wir vielleicht hier unten aus Platzgründen die Brotfabrikation starten können und hier oben dementsprechend die Fleischherstellung. Passt der hier noch hin? Na, knapp. Na, gerade so, oder? Na, aber geht. Und den anderen, na, den müssen wir wahrscheinlich... Naja, wo machen wir den hin? Er geht schon hier, oder? Er ist jetzt ein bisschen weit weg von der... vom Wasserwerk, aber... Was soll's? Oder machen wir das gleich hier hin? Dann machen wir es hier hin. Sieht's aus. Brauchen wir noch mehr Planierer und Bauarbeiter? Möglicherweise. Hier haben wir noch, da haben sich noch keine neuen gebildet. Eine ganze Menge Holz eingelagert, wie es aussieht. Okay. Fleisch haben wir hier eine ganze Menge. Weißt du was, hier staut sich echt so, dass ich mal ein bisschen Fleisch rüberbringen würde. Aber nur so eine einzelne Fuhre. Nochmal 16 Stück.
können wir das ein bisschen auflockern da drüben. Die kleinen Tempel füllen sich mit rasender Geschwindigkeit. Ich denke mal fast, wir können hier noch einen dritten mit dazu nehmen. Also einen vierten insgesamt. Einen dritten hier unten. Dann packen wir da hin. So, dann sind wir schon bei 42% da drüben wieder. Und hier machen wir dann ganz einfach einen großen Tempel irgendwo hin und hetzen dann unsere ganzen Priester auf die Gegner. Aber das ein bisschen später. Wie schaut's denn hier aus, Freunde? Ich habe hohe Priorität gemacht. Und ihr braucht Jahrzehnte, um hier was in Gang zu kriegen. Haben wir auf jeden Fall noch ein Häuschen mit dazu. Ist natürlich auch jetzt mehr als ineffektiv, was ich hier gerade mache mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baustellen und die siebte, achte gerade noch. Kein Wunder, dass es ewig dauert. Wir brauchen einfach mehr Handwerker. Warte mal, das bringt's dann noch nicht. Wir halten mal das an, wir halten das an, wir halten dieses an. Mal eins nach dem anderen, mehr oder weniger zumindest. Wir halten auch den Bau an. Das dauert mir jetzt einfach ein bisschen zu lange. So, wie schaut's aus? Jetzt können wir euch noch zocken. Wir nehmen euch jetzt einfach euer Bier weg. Genug gesoffen. Jetzt sind wir dran. Nein, jetzt ist es gerade. Scheiße. Oh, hier haben so einen vollbesetzten großen Turm. Guck mal einer an. Jungs, da kommt ein Krieger. Nehmt euch mal schnell, was ihr kriegen könnt. Schnell, 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 schnell. Fuck you. Haha. Ein Traum. So, wie schaut's aus? Waffenschmieden mäßig. Ja, machen wir, oder? Machen wir hier hin. Am besten würde ich sagen... Oh, das bietet sich eigentlich ganz gut an hier. Hier oder da? Hier sogar. Das bietet sich mit am besten an. Gold machen wir noch ein bisschen später. Moment, auch das machen wir mal kurz. Stopp. Die Planierer können zwar schon loslegen, aber... Das ist nervig, dass hier jetzt diese Wurzel ist. Ich kann nicht sehen, was da alles davor liegt, aber... Ich glaube, wir haben ja noch ein paar... Eine Spitzhacke, noch eine Spitzhacke. Oh, sieh mal eine an. Dann brauchen wir generell noch ein paar mehr, wenn wir noch mehr Minen bauen. Leg los. Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu wenig Handwerker auch für die Größe dieser Siedlung mittlerweile. Eins nach dem anderen, Jungs. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Macht. Weißt du, was ich eigentlich mal machen könnte? Köhlerei. Verarbeitende Köhlerei. Bretter oder Stämme? Ich glaube Bretter, oder? Von daher würde sich das ja eigentlich anbieten. Wenn wir die eine oder andere... Machen wir einfach mal.
Machen wir. Oh, drei Stück. Mal gucken, was passiert. Machen wir mal drei Stück und gucken, was passiert. Vielleicht lösen wir damit einfach mal unser Kohleproblem. Holz haben wir jetzt genug, offensichtlich. Ein Wohnhaus, denke ich, können wir noch mit dazu nehmen. Geht ganz schön ab hier. So, jetzt haben wir ein bisschen Fleisch. Da freuen sich die Minen. 96%. Alter Finne. Halt die Mutti fest. Krass. Und hier können wir so langsam loslegen. Was ist, worauf? Steine. Achso, Freunde. Mach mal ein paar Steine, bitte. Damit er auch nicht immer allzu weit rennt, wenn wir ihn mal dafür dazu bringen. Der kann nicht besonders weit rennen, das ist okay. Das ist Oke. Das ist scheiße hier. Ich frag mich, ob ich die mit der Armee dann überrennen kann. Ich denke eigentlich mal fast schon. Interessiert aber, was da drüben los ist. Finden wir es raus, indem wir da ganz einfach unsere Diebe hinbringen. Wir haben ganz schön was gelagert. Der Waffenschmied gibt Gas, wie es ausschaut. Eigentlich ist es mit der Burg auch so dumm hier drüben. Aber naja, wir können und wir brauchen mehr Lager, wie es ausschaut. Nur wo? Eigentlich haben wir gar nicht so viel Auswahl. Wird voll hier auf der Insel, habe ich das Gefühl. Wird voll hier. Das heißt, wir können das Forsthaus auch mal kurz in den Ruhestand schicken. Und der Holzfäller hat hier unten schön ein bisschen Platz geschaffen. Das ist gut. Der kann hier drüben mal weitermachen. Das hilft wirklich. Das bleibt so. Der kann hier unten mal ein bisschen Platz schaffen. Ja gut. Wir erhöhen die Effizienz, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht mehr allzu weit rennen müssen. Das finde ich übrigens einen guten Trick. Das gefällt mir. Einen guten Trick. Das ist ein guter Trick, Alter. Was gibt man? Das ist ein guter Trick. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wen haben wir hier drüben? Haben wir hier... Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben einmal Remigius, wir haben die Ägypter und wir haben Piraten, oder? Aber irgendjemand war doch auch mehr oder weniger neutral, war das nicht so? War die hier auf der Insel? Oder was haben wir hier drüben? Eine nette Wüsteninsel übrigens. Mit einem Berg in der Mitte. Okay. Ein Geologe verrichtet seine einsame Arbeit erfolglos. Irgendwo in der Wildnis. Niemand kennt seinen Namen. Niemand seine Bestimmung. Scheint ja nicht so viel abzugehen, aber die sind hier oben. Lunzen wir doch mal rein. So. Bautechnisch sind wir dann soweit, dann können wir hier weitermachen. 1, 2, 3. Fische scheinen wir ja genug zu haben. Oh, ah, wie sieht's aus mit? Tada!
43%, auch noch für die 45, 46. Oh, das geht zügig. Das geht zügig, Freunde. Komm, jetzt machen wir noch ein paar Siedler mit dazu. Was ist hier los? Ach, hier ist so eine ganz kleine Landzunge. Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Oh, Alter, krass. Genau. Was geht ab bei dir, Kollege? Nö, das ist mir... Nö. Nö. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, die nehmen Bretter, siehst du? Sehr gut. Legt los, Freunde. So. Wir könnten sogar auch noch... Wir könnten noch einen kleinen Tempel hier verarbeiten, ne? Wie schaut's aus? Wo haben wir Platz dafür? Passt hier noch einer hin? Hier unten. Tada! Ja, das mit den Köhlereien kann schon... kann funktionieren. Können wir hier sogar eigentlich auch mal ein bisschen... im größeren Stil noch engagieren, oder? Wo machen wir denn noch welche hin? Wo macht denn das Sinn, wenn ich hier... Nee, das macht null Sinn eigentlich. Ist viel zu weit weg im Prinzip. Kotzt sich immerhin ab, der Köhler. Naja, passt. Die Äxte sind 1, 2, 3, 4, 5 und Spitzhacken. Die können wir auch mal mit rüberbringen, oder? Dann machen wir zumindest 1, 2, 3, 4 und Spitzhacken auch. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich ein zweites Handelsschiff gebaut und wir brauchen es eigentlich gar nicht. Naja. Boah, hier geht's ja jetzt ab. Freunde. Wir... Wie machen wir das? Wie machen wir das mit den... mit den Waffen jetzt? Ich will die nicht einlagern, weil eigentlich brauche ich... möchte ich Rohstoffe einlagern. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt hier schon so weit, dass es gar keinen großen Sinn mehr macht, oder? Die Insel bringt es hier voll, habe ich das Gefühl. Die ist richtig fruchtbar und ressourcenvoll gepackt. So, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Hier brauchen wir noch die Windmühle. Und dann dementsprechend... brauchen wir auch... Alter, was jetzt hier an Bewegung ist, das ist so geil. Das ist genau dieser Wuselfaktor, den ich so liebe an dem Spiel. Hier drüben aber auch. Überall, irgendwo. Insgesamt. Ist alles schon ausgelatscht in dem Bereich. Na gut.